Und herzlich willkommen zurück zu Bulletstorm. Im letzten Part haben wir hoffentlich mit Serrano, der alten Hackfresse, abgerechnet. Und nun sind wir wieder zurück auf den Planeten gestürzt. Hier ist alles im Arsch. Super Ausgangslage. Fantastisch. Ach nö. Uns bleibt keine Zeit mehr. Wir müssen zu Ulysses und irgendwie die DNA-Bombe deaktivieren. Ja, klar. Vielleicht finden wir ja irgendeinen vergessenen Star Creeper, den keiner mehr braucht. Voll aufgetankt und startklar. Na. Vielleicht steht ja auch noch dein Name drauf. Was? Die Ulysses. In den Abwurfröhren waren noch Fluchtkapseln. Wir haben nicht genug Schub. Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern. Wir zünden die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesem Planeten katapultieren. Das heißt, wir versuchen es. So, wo ist denn jetzt immer was? Wir müssen zurück. Hierher. Nein, ich will noch mal. Ein letztes Mal. Da rein. Sag mal. Ja, leck mich doch. Übrigens, das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren. Achso, da war noch ein Roboter. Naja. Und außerdem haben wir auch nichts zu verlieren. Ja, ja, jetzt zoom noch mal da weg. Verdammte Scheiße. Also. Weg. Na, ja. Oh, geh doch mal rüber. So. Nochmal eben einkaufen. Und weiter. Na toll. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit. Aber mal, wie kam. Kam man von hier? Jo. Kam von hier, gingen nach dort rüber. Hier durch. Wow. Ja. Lief scheiße. Mann. Wie soll man auch vernünftig da durchkommen? Das geht doch gar nicht. Los. Ey, Ladebalken, Ladebildschirm. Man kann es doch so in so einer Situation nicht machen. Los. So. Da lang. Oh Mann, Serrano hat den Countdown zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit, beweg deinen Arsch. Ah.
Nicht hier lang, sondern... Ach da. Und weg da! Das hier ist nicht deine Party, Hackfresse. Nope. Okay. Los geht's. Da sind wir weg. Die bekriegen sich da noch ein bisschen. Ach, da ist es ja wieder. Oh. Das war's. Alter. Nö. Sogar das Viech geht dabei drauf. Ist ja die Härte. Alter. Wie kann man denn sowas bauen? Ich bin echt überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Oh ja. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rell, Oliver, Ishii. Sie sind mir gefolgt, ich... hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? Wir verfolgen ihn. Pause? Ach was. Gut, dann war das jetzt wohl das fulminante Ende von Bulletstorm. Wir haben Serrano nicht bekommen. Ach, Scheißendreck. Aber wir haben es vom Planeten runter geschafft, lebend. Das ist zumindest schon mal etwas, womit man sich brüsten kann. Weil, Alter, da hätte ich keine Sekunde länger bleiben wollen. So, hier haben wir jetzt die Credits und ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Man sollte es mal selber gespielt haben. Da merkt man nämlich, wie kompliziert und schwierig das alles ist. Das glaubt man ja so gar nicht. Und ja, insgesamt, ich fand, es ist gut. Ich habe es ja auch gespielt, weil es mir gefallen hat. Wird aber nach einer Zeit ein bisschen stumpf, alles nur abzuballern. Aber durch die ganzen Skillshots gleicht sich das dann schon wieder aus. Weil man kann immer wieder irgendwas Neues. Wir haben, glaube ich, 80, glaube ich, von 130 Skillshots gefunden. Das heißt, da sind noch ungefähr 50 weitere. Und ja, da ist einem auf jeden Fall Spaß geboten. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was spiele ich als nächstes? Vielleicht Skyrim. Ich habe jetzt, glaube ich, wie lange habe ich aufgenommen? Über 2 Stunden 40. Das heißt, das wären 5, 6, 10. 10? Nein, 8. 8 Folgen wären das. Und ja, mal gucken, was danach kommt. Skyrim wäre eine Idee von mir jetzt so persönlich und ich schau mal rum, vielleicht finde ich noch irgendwas anderes. Ich habe ja noch ein Regal voll Spiele,
Vielleicht kommt noch mal irgendwas aus. Ich weiß es nicht. Ich will hier jetzt auch keine Versprechungen machen. Ich will einfach sagen, wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Let's Play, beziehungsweise wir hören uns im nächsten Let's Play. Und ja, viel Spaß noch bei den Credits. Ich habe gelesen, man soll danach noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt da noch irgendeine Szene. Ihr könnt natürlich vorspulen. Ich kann das in dem Moment nicht. Also ich kann das, aber ich mache es nicht aus offiziellen, offensichtlichen Gründen. Man will ja auch die Leute ehren, die daran mitgewirkt haben. Wie zum Beispiel Jay Hosfeld und Andrew Scheidecker und Chris Wells und Daniel Wright und Jingpei Games und Wurst. Hier, Kin Yu auch und Cheng Wen Chun und Huang Kanu und Jiang Ching Chong, Ching Chang Chang Chong, Ching Chang. Nein, weiß, das war jetzt gemein. Aber okay, ich halte jetzt die Fresse. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.
Sir, er ist wach. Wird auch Zeit, verdammt! Sieht er wenigstens besser aus als ich? Die Scheiße, die ihr mit mir gemacht habt, ist erbärmlich! Sir, General, wir haben unser Bestes gegeben. Ihre Beine waren matsch, ihre Organe waren, also, sie waren zerquetscht. Nichts, womit wir arbeiten konnten. Schnauze, Schwachkopf! Ich bin nicht hier, um mir noch mehr Entschuldigungen anzuhören! Verdammt nochmal, weckt ihn auf! Hey, du. Wie fühlst du dich, Sushi-Wichser? Hast du Gott gesehen, als du weg warst? Gott ist